Einiges an Leuchtmittel ist ja bereits vorhanden. Und als letztes hatte ich ja die Inner Spots verbaut. Jetzt geht es weiter mit dem ULED-Flutlicht, aber vor allem mit dem neuen Inner Flex-Streifen. Und wer schnell ist, bekommt noch 30% Rabatt. Ja, und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Erstmal schnell das Ambience LED Flutlicht ausgepackt und gleich geht's weiter. So, los geht's, würde ich sagen. Heute wollen wir mal schnell die U-Leuchte anbringen. Ja, bisher haben wir hier das Ganze eben schon verbunden. Das heißt, hier sieht man das Ganze. Ja, und heute wollen wir natürlich entsprechend das hier anbringen. Ja, möchtest du mehr solche Reviews sehen, dann freue ich mich natürlich über ein Abo und die Glocke nicht vergessen.
So, ihr habt es selbst gesehen, kommen wir mal zum Fazit des Inner Flex. Also die Farbintensität ist wirklich hervorragend. Es ist als Ambientbeleuchtung wirklich super zu gebrauchen. Die Farben kommen wirklich gut rüber. Ja, die Flexibilität, er lässt sich wirklich ganz leicht eigentlich verlegen. Von dem her bin ich wirklich absolut zufrieden. Die 4 Meter finde ich dann auch eine hervorragende Größe, vor allen Dingen für den Preis. Ja, jetzt kommen wir zum kleinen Kritikpunkt oder Irritation, wie man das sehen möchte. Und das sind eben die Befestigungsklammern, wenn man das zum Beispiel ans Holz dran machen möchte. Ja, ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass die weiß sind und eben zu dem Streifen passen. Das ist nicht der Fall, das seht ihr ja hier. Da müsst ihr eigentlich selbst entscheiden. Ich finde es nicht ganz so toll. Ja, auf der anderen Seite ist es dafür kein Plastik. Hat natürlich auch wieder Vorteile und ist etwas stabiler. Ja, ich hatte jetzt den Combi-Stick benutzt, der ja aber eine U-kompatible API hat, ist es damit auch gar kein Problem, den eben bei der Sprachassistenz, in dem Falle eben von Amazon einzubinden. Das könnt ihr euch mal hier ansehen. Funktioniert hervorragend, also gar kein Problem. Flex ein. Flex rot. Flex grün. Man geht doch relativ schnell. Flex dimmen auf 50%. Ja, damit ist es natürlich auch in die einzelnen Heimautomatisierungssysteme einbindbar. Egal ob es FAM, Home Assistant, Open Hub oder was auch immer ist, ist natürlich hiermit gar kein Problem. So, jetzt noch ganz kurz die versprochenen 30%. Ja, es ist im Moment die Black Week, also schaut mal hier gerne vorbei. Ja, auf jeden Fall günstiger wird das Produkt nicht, auch wenn es vielleicht jetzt nicht verfügbar ist. Deswegen auch heute nämlich schon die Veröffentlichung des Videos, bevor das Ganze weg ist. Ja, ansonsten nochmal ganz kurz zur U-Flutlicht Discover. Die soll ja eigentlich gar nicht so groß das Thema sein. Die ist ja schon wirklich ein bisschen älter. Aber für die 2300 Lumen, die da stehen, fand ich es wirklich ein bisschen enttäuschend. Also weiß ist vollkommen in Ordnung. Allerdings die Farbintensität, wenn ich entsprechende Farben wie Violett eben habe und wirklich voll aufdrehe, ja, ist in Ordnung, aber finde ich jetzt ehrlich gesagt erstmal auch nicht der absolute Brüller. Auch die lese ich natürlich ohne Probleme in den Combi-Stick einbinden. Von dem her bin ich jetzt erstmal so halbwegs komplettiert. Das heißt natürlich nicht, dass ich noch sehr gerne ein paar Farbakzente im Garten setzen möchte. Da gibt es bestimmt noch das ein oder andere demnächst. So, wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne wieder ein Däumchen da. Ja, vergesst mir bitte das Abo nicht und die Glocke, damit auch mein Kanal noch ein bisschen wachsen kann. Ja, ansonsten wird es demnächst auch wieder was im Bereich Unterputz geben und Heimautomatisierung. Also seid gespannt. Wir sehen uns dann hoffentlich wieder zur Wochenmitte zu den Smart Home und Technik News. Ja, begleitet mich gerne ansonsten auch auf meinem Instagram-Kanal. Da gibt es natürlich den einen oder anderen Schnappschuss vorher, was ich denn so mache. Ich sage so long, bleibt mir gesund, bis demnächst. Ciao, ciao, euer Jörg.